Ja, hallo, ich bin Christoph, willkommen auf meinem Kanal EDC Test Online. Ich möchte euch heute ein neues EDC Messer vorstellen. Es geht wieder um das Thema Klappmesser. Diesmal ein Modell von Wolfgangs Outdoor-Messer. Es handelt sich um das Modell Nichrom. Schönes, schmales EDC Messer in einem wunderschönen Design und mit einer Full Black Optik. Das heißt, dass alles quasi schön in Schwarz gehalten ist. Zeitloses Design, schönes, schmales EDC-Messer. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 22 cm, G10-Griffschalen, wirklich sauber verarbeitet, keine Kanten, keine Macken, kein gar nichts. Die Klinge hat eine Länge von ungefähr 10 cm, ist wirklich sehr scharf, müsst ihr aufpassen. Lässt sich problemlos nachschärfen. Die Klingdicke haben wir hier von 4 mm. Das Ganze hat einen rostfreien D2 Stahl. Und vom Gewicht her liegen wir ungefähr bei 120 Gramm. Ja. Das Nichrom ist, naja, sagen wir im gesamten Wolfgangsvergleich ein etwas schmales oder besser gesagt, na doch, schmales EDC-Messer. Die anderen Modelle sind ja doch eher ein bisschen dicker und ein bisschen schwerer. Hier hat man, wie gesagt, nur 120 Gramm. Schön schmal gearbeitet. Hinten haben wir noch eine Öse, um den mitgelieferten Lanyard zu fixieren oder besser gesagt zu befestigen. Natürlich kommt auch das Nichrom wieder in einer Kydex-Scheide mit Gürtelholster. Also hier kann man problemlos quasi das Messer auch am Gürtel oder Rucksack befestigen, wenn man nicht halt den Gürtelclip verwenden möchte. Also dank des Gürtelclips kann man dieses Messer natürlich auch schön verdeckt in der Tasche tragen, in der Hosentasche oder natürlich auch am, ich sag jetzt mal, am Rucksack, am Gürtel oder sonst wo. Ihr kennt's ja. Ja, hier haben wir gesagt, ein wunderschönes Zweihandmesser, wie ihr sehen könnt, lässt sich sehr sicher mit zwei Händen öffnen. Liner-Lock-Verriegelung wieder. Durch die Optik Full Black kommt das gar nicht. Kann ich das gar nicht fixieren. So, zack, rastet wirklich sehr schön ein, hält bombenfest. Also hier passiert gar nichts, kein Spiel, wackelt nicht, gar nichts. Lässt sich kinderleicht wieder entriegeln. Und was mir hier besonders gefällt, ist diese wunderschöne, lange, breite Daumenablage. Also hier kann man auch mit großen Händen wirklich extrem gut arbeiten. Ja, das Messer hatte ich jetzt ziemlich lange bei mir in der EDC-Routine. Wird immer wieder gerne mitgenommen. Und sieht für mich wirklich erstklassig aus. Ja, schmales, feines Messer. Würde mich mal interessieren, was haltet ihr von diesem Messer? Wäre das was für euch oder ist das euch zu schmal oder zu dunkel? Oder sagt ihr einfach, ach, diese Art von Messer, das geht gar nicht? Oder manche mögen ja zum Beispiel auch diese Daumenkerbe nicht. Ich finde die wirklich, passt perfekt zu diesem Messer. Ideal. Und wie gesagt, kinderleichtes Öffnen. Natürlich kann man auch hier dieses Messer mit zwei Händen öffnen. Aber, wie gesagt, es handelt sich hierbei um ein Zweihandmesser. Das heißt, ihr dürft das problemlos in Deutschland auch mitführen. Jo. Würde mich freuen über ein Abo von euch. Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Video.